So, einen wunderschönen guten Morgen. Oh, ich bin so fertig, ey. Wir haben die ganze Woche malocht, um den Rollrasen in der Hute auszulegen. Das war schon echt, war schon anstrengend. Also, ich habe gestern meine Fitbit-Uhr nicht angehabt. Aber Christine trägt ja auch eine. Christine hatte gestern 38.000 Schritte drauf. Ich wäre wahrscheinlich beim gleichen Wert gelandet, weil die Tage vorher hatte ich immer mehr Schritte als sie. Wir haben richtig Kilometer geschrubbt, wir haben richtig geschuftet, wir haben viel gehoben getragen, Rasen gezupft. Jetzt, wenn das nichts bringt, ne, dann gebe ich es echt auf den Rasen in der Hut. Aber egal, wir sind hier für eine neue Folge täglich grüßt der Hundetrainer. Und, oh, das klimpert was. Ja, die TGH-Folgen haben sich jetzt hoffentlich ein bisschen verbessert. Ich habe gestern parallel mein Auto in der Werkstatt gehabt. Die haben endlich neue Reifen aufgezogen. Oder auf meinen Wunsch endlich, in Anführungsstrichen. Und das sind solche Flüsterreifen. Also nicht nur, dass sie neu sind, wieder sauber gewuchtet sind, dass sie jetzt alle ein sauberes Profil haben. Die anderen habe ich über 4 Jahre runtergerockt. Die haben lange gehalten, aber irgendwann sind die dann halt auch nicht mehr so gerade. Und das sind halt leise Reifen. Ne? Das Auto... Ich glaube, es war noch nie so leise, das Auto. Ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern. Das ist tatsächlich, als würde es dahin schweben. Ich habe kaum noch Fahrgeräusche. Und das wirkt sich auch auf die Qualität der TGHs aus. Also, wenn ich sonst gefahren bin, dann hat man schon die Reifen gehört, das Fahren gehört. Jetzt, wenn nicht irgendwas klappert. Wenn nicht irgendwas klappert, hört man hier gar nichts mehr. Das ist super. So, jetzt mache ich einen ganz kurzen Kaffeestopp. Ich brauche auf jeden Fall Kaffee heute. Ich bin nämlich alleine. Der Lars ist übers Wochenende wieder auf Fortbildung. Und wenn ich einen Kaffee habe, dann suchen wir ein TGH-Thema aus. So, Kaffee ist aufgetankt. Und ich habe auch eine schöne Frage rausgesucht. Und zwar, gibt es klassische Probleme, die erst nach einer Weile entstehen? Oder kann man davon ausgehen, dass ein charakterlich ruhiger Hund tatsächlich auch charakterlich ruhig bleibt? Los geht's! Also, das ist jetzt ein bisschen weit ausgeholt, ein bisschen spezifisch, ein bisschen speziell. Wir werden das jetzt klein wenig verallgemeinern. Und zwar muss man jetzt überlegen, wie, wieso, weshalb, wann Hunde sich verändern können. Ja? Das ist natürlich stark vom Alter abhängig. Also eins sollte klar sein, wenn ihr einen Welpen kriegt, auch wenn das der ruhigste Welpe aus dem Wurf war, ihr wisst nicht, wie oft ich das schon gehört habe, aber das war doch der ruhigste im Wurf. Der kann tatsächlich, obwohl er vorher der ruhigste war, sich innerhalb von Wochen zum Albtraum auf 4 Pfoten entwickeln und richtig, richtig aufdrehen. Ein Charakter ist niemals fest. Entwicklung ist ein stetiger Prozess und es passiert immer was. Egal, ob man jung oder alt ist. Auch alte Hunde entwickeln sich noch und verändern sich noch. Natürlich nicht mehr so weittragend, wie es im jungen Alter der Fall ist. Aber ihr könnt erstmal davon ausgehen, ein Hund kann sich immer noch verändern. So, das ist Punkt 1. Wir klammern für diese Frage mal Welpen aus, weil das tatsächlich, das ist Kaffeesatzleserei, zu sagen, ich nehme den, weil der ist charakterlich so, so und so und der ist jetzt schon so dominant oder weiß der Geier nicht was mit 8 Wochen, das ist utopisch, ne? Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es hat seinen Grund, dass seriöse Anbieter von zum Beispiel Assistenzhunden tatsächlich Hunde im Welpenalter aufnehmen und teilweise mit 5-6 Monaten als nicht tauglich oder nicht nutzbar für die Ausbildung wieder abgeben. Weil halt erst in diesem Zeitraum sich die Entwicklung zeigt und zeigt, wie der Hund wird. Ja, als Beispiel, wenn der zu ängstlich ist, kannst du mit denen nicht als blinden Führhund ausbilden. Ganz einfache Geschichte, sage ich jetzt mal. So, also wir gehen auf ältere Hunde ein. Bei älteren Hunden ist es so, dass man jetzt überlegen muss, wie alt sind sie, wo kommen sie her. Das wäre also sehr, sehr, sehr individuell. Das machen wir nicht. Wir gucken einfach so ganz generell darauf, weil anders ist es kaum möglich. Nehmen wir mal einen einjährigen Hund, den ihr aus dem Auslandstierschutz habt. Ihr könnt davon ausgehen, dass die Entwicklung, die der mit einem Jahr macht, noch sehr groß sein kann. Muss aber nicht. Wenn das eher ein ruhiger Hund ist, wird das wahrscheinlich auch eher ein ruhigerer Hund bleiben. Ein ruhigerer Hund. Das ist genau so, wie ich das sagte. Man muss jetzt 2 Dinge ausnehmen. Wenn das ein sehr ängstlicher Hund ist, dann wird der wahrscheinlich nicht der größte Draufgänger und sehr selbstsicherste Hund der Welt werden. Ein ängstlicher Hund, ein sehr ängstlicher Hund, wird auch ängstlich bleiben.
Der wird schreckhaft bleiben. Der wird unsicher bleiben. Ja, die erlangen eine gewisse Souveränität. Ja, viele Reize triggern die nicht mehr so. Aber ich sag mal, des Pudels Kern bleibt gleich. Ich will auch gleich ein Beispiel dazu nennen. Ein sehr aggressiver Hund, in Anführungsstrichen, ich benutze das Wort aggressiv jetzt in Anführungsstrichen, weil die meisten Menschen, die das benutzen, das im falschen Kontext benutzen. Ich möchte nur, dass ihr ne, dieses Wort in diesem Zusammenhang ja, anders seht. Also wenn es heißt, mein Hund ist so aggressiv, der kommt aus dem Auslandstierschutz, der kennt nichts, der bellt Menschen an, sind die meistens nicht aggressiv, sind die meistens unerzogen. Also das ist recht gut lösbar und das kann sich sehr, sehr gut ändern. Wenn der jetzt nicht wirklich ernsthaft aggressiv ist, lässt sich da sehr, sehr viel tun. So, jetzt ein Beispiel zu diesen beiden Geschichten. Stellt euch mal den Charakter des Hundes vor oder sein Herz vor. Ja, da steckt das Herz, ist halt das, was vorgibt, wie wir sind. Das Hirn verarbeitet das. Ich vereinfache das jetzt mal so ein bisschen. Das Herz könnt ihr nicht austauschen. Ist wie bei einem Auto. Ihr könnt um einen VW Polo Motor, könnt ihr noch so eine Formel 1 Karosse bauen, das bleibt ein VW Polo. Ja. Um einen sehr ängstlichen Hund könnt ihr ein sehr sicheres und sehr, weiß ich nicht, sportliches Ambiente aufbauen. Und der kann in vielen Dingen und in den meisten Kontexten kann der sicher wirken und sicher sein und sich daran gewöhnen und besser damit umgehen. Aber im Herzen an sich ist es eher ein unsicherer, eher ein schreckhafter Hund als Beispiel. Ja? Also man darf keine Wunder erwarten. Um die Frage zu beantworten, alle anderen normalen Hunde können sich sehr stark verändern. Ich sage jetzt normal, also Hunde, die nicht sehr ängstlich oder nicht tatsächlich aggressiv sind, die können sich sehr wohl verändern. Und das braucht ein bisschen Zeit. Und das ist schwierig zu sagen, ab wann geht das los. Ja? Man hört immer davon, den Hund ankommen zu lassen. Und das kann unterschiedlich lang sein. Ich hatte Hunde, die nach einem halben Jahr erst so richtig wach geworden sind, aufgedreht haben, sich wohlgefühlt haben und Lebensfreude entwickelt haben, obwohl sie vorher nur in der Ecke gehockt haben. Und ich hatte Hunde, die nach 3 Wochen gesagt haben, super neues Leben, ich bin dabei und ab die Duzi. Also das ist ganz schwer zu pauschalisieren. Aber rechnet mal so mit 2 bis 6 Monate, die es tatsächlich dauern kann. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht. Die wirklich nervigen Angewohnheiten, wenn euer Hund denn welche hat und wenn euer Hund welche, einige davon an den Tag legt, die wirklich nervigen Angewohnheiten kommen erst später. Das ist wie bei Kindern. Ne? Die kommen auch nicht mitten im Schuljahr in eine neue Klasse und sagen, super, alles klar, mir gehört die Welt, ich bin hier der Pausenclown, los geht's, ich zeige euch mal, wo der Hammer hängt, sondern die gucken sich erstmal in Ruhe alles an, versuchen hier und da so ein paar Dinge zu verstehen, Freunde zu finden, was auch immer und irgendwann kommt das eigentliche Naturell der Kinder dann auch zum Vorschein. Und das braucht Zeit. Und das braucht euer Hund genauso. Ja? Es ist also unmöglich zu sagen, ob und wann irgendwelche Macken in Anführungsstrichen hervortreten. Sie werden hervortreten, wenn welche da sind, aber auch da kann man dann nicht sagen, die kommen jetzt von vorher oder das liegt an eurer Erziehung. Dazu müsste ich euch und den Hund kennen. Ne? Also es kann auch sein, dass vieles von dem, was euer Hund nach 3-4 Monaten bei euch zu Hause an den Tag legt, tatsächlich hausgemachte Probleme sind. Das kann man nicht beurteilen. Es gibt keine allzu typischen Dinge, dass man sagt, okay, so nach 4 Monaten, da fangen die dann an, andere Menschen anzubellen. Kann man nicht sagen, weil das kann früher, später passieren. Das hängt halt an vielen Faktoren. Das hängt an dem Charakter des Hundes, das hängt an seinem Herzen, ja, was das ihm sagt. Das hängt daran, wie sein Hirn das verarbeitet, weil das kann ein sehr ängstlicher Hund sein, aber ein sehr wohlüberlegter und pragmatisch arbeitender und denkender Hund, dann kann er damit sehr gut umgehen. Das kann ein ängstlicher Hund sein, der dann auch noch zu absoluter Panik und Überreaktion neigt, weil sein Hirn das nicht verarbeiten kann. Das kann ein ängstlicher Hund sein, mit dem ihr total toll arbeitet und das fällt nie auf, weil euer Leben einfach genau passt, so wie er das braucht. Das kann ein ängstlicher Hund sein, ihr gebt euch Mühe ohne Ende und der wird niemals aus seinem Körbchen rauskommen und sagen, super, ich liebe es hier. Das gibt es. Solche Fälle hatte ich in den letzten Monaten viele. Ich hatte eine Hündin, die das hat Wochen gebraucht, bis sie vor die Tür gegangen ist, bis sie sich in der Wohnung bewegt hat. Also ja, das ist, man kann es nicht sagen. Man kann es wirklich nicht pauschal sagen. Ich kann euch nur raten, gebt euren Hunden Zeit. Und auch wenn die am Anfang noch so ein bisschen eine Schonfrist haben, eure Regeln sind eure Regeln. Wenn ihr die von Anfang an sauber einbaut,
wenn ihr mit Zeit und Verständnis arbeitet und euch im Zweifel in den richtigen Situationen auch mal durchsetzt, dann wird sich euer Hund, euer neues Familienmitglied schon in diese Regeln einfinden und der wird schon wissen, wann er wohin gehen kann und was er tun muss und was er nicht tun darf und so weiter und so fort. Ja. Zeit. Zeit ist das, was es braucht. 2 bis 6 Monate kann das durchaus dauern, wenn wir jetzt nicht vom Welpen reden und nicht von starker Angst und nicht von Aggression. Ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen. Das war eine sehr pauschal gestellte oder eine sehr spezifisch gestellte Frage für einen Hund, aber das muss ich einfach pauschal beantworten, weil das unmöglich ist, spezifisch zu beantworten, ohne die Hunde zu kennen. So, ich hoffe, man hat einen Soundunterschied gehört im Auto. Ne? Also ich fahre dieselbe Strecke, die ich ganz oft fahre, wo ich ein Video aufnehme und ich finde es viel, viel leiser. Also ich hoffe wirklich, dass das gut auffällt. Wenn ja, freut mich das. Bitte nochmal zum Abschluss. Dieser Kanal ist für euch kostenfrei. Wir versuchen für jeden von euch Dinge anzubieten, wo ihr was lernen könnt, die entertaining sind. Unsere Videoblogs, unsere Huta-Videos und vor allem auch diese Lernvideos. Diese Lernvideos ist unser täglich Brot auf YouTube und das kann nur funktionieren, wenn ihr uns unterstützt. Abonniert den Kanal, gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Kommentiert gerne auch unsere Videos, wir versuchen immer zu antworten und vor allem, wenn ihr kein Video verpassen wollt, klickt auf die kleine Glocke. Ja, so bleibt ihr dran, so kriegt ihr mit, wenn neue Videos kommen und so verpasst ihr nichts, was für euch vielleicht interessant oder entertainend sein könnte. Das war's für heute. Ich bin raus. Tschüss.